Es war der dritte Winter, den ich in Hamburg verbrachte. Damals schrieb ich an einem Kriminalroman, der mir nicht besonders gefiel. Ich war noch ganz am Anfang des Textes, obwohl ich nur noch eine Woche Zeit hatte bis zum Abgabetermin. Es fiel mir schwer. Denn ich hatte noch nie im Leben einen Kriminalroman geschrieben und bis dahin auch nicht sehr viele Kriminalromane gelesen. Soweit ich mich erinnern konnte, waren es nur drei. Nahm einen längeren Spaziergang an der Elbe. Ich wollte von der Landungsbrücke nach Teufelsbrück gehen, um die Bäume und das Wasser zu betrachten. Ich wollte meinen Roman mit brillanten Naturbeschreibungen schmücken. Die Natur interessierte mich zwar nicht besonders, aber ich hasse es, Menschen zu beschreiben und wusste nicht, was ich sonst hätte beschreiben können.
Es gibt für mich nichts Langweiligeres als eine ausführliche Schilderung der Kleidung, des Benehmens oder der Gesichtszüge einer Person. Denn kaum beginnt man, diese Merkmale einer Figur zu beschreiben, wird sie wie ein Beispiel aus dem Katalog Romanfiguren der Welt. Dort sind sämtliche wichtige Figuren aus bekannten Kriminal- und Nicht-Kriminalromanen zu finden. Markt in Altona. Seitdem blätterte ich ab und zu darin und stelle jedes Mal fest, dass es fast unmöglich ist, eine Figur zu schaffen, die nicht in ihm vorkommt. Der Katalog hat 2000 Seiten. Man kann eine Figur entweder unter dem Titel eines Romans, unter dem Namen des Autors oder unter dem Merkmal ihrer einzelnen Körperteile nachschlagen. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel Finger. Dort findet man Männer ohne Mittelfinger, Männer mit fetten Babyfingern oder Männer mit knöchrigen langen Fingern. Man findet auch Frauen. Frauen mit pausenlos zitternden Fingern. Dazu würde ich gehören, wenn ich eine Romanfigur wäre. Zum Glück bin ich aber keine Romanfigur. Glaube ich zumindest. Eine Weile stand ich auf den Landungsbrücken und beobachtete zwei Möwen, die über meinen Kopf flogen. Ich war mit einer schwierigen Frage beschäftigt. Wie konnte ich den Mörder darstellen, ohne dass er eine Figur aus dem Katalog ähnlich war? Vielleicht sollte ich eine surrealistische Technik verwenden. So etwas schreiben wie zum Beispiel: Er war ein Mann, der eine Plastiktüte glich. Die Idee gefiel mir. Thank you.
lief schnell weg und nahm ein Taxi zu meiner Wohnung. Meine Finger zitterten so sehr, dass ich lange brauchte, bis ich das Geld aus der Tasche geholt hatte. Der Taxifahrer fragte mich, ob ich krank wäre. Ich erzählte ihm, dass mir beim Spaziergang plötzlich sehr schlecht geworden war. Ich könnte jemanden anrufen und ihm alles erzählen. Aber ich habe Angst, dass das, was ich gesehen habe, zur Realität werden könnte, wenn ich jemanden davon erzähle. Vielleicht war es ja nur ein Tagtraum. Vielleicht habe ich einen Mord gesehen, der gar nicht stattfand, weil ich so mit meinem Kriminalroman beschäftigt bin. An diesem Abend und am nächsten Tag hörte ich so oft ich konnte Radionachrichten. Es gab aber keinen Bericht, dass ein Vietnamese oder sonst irgendjemand in Hamburg umgebracht worden war. Ich verspürte das Bedürfnis, noch einmal dahin zu gehen, wo ich das Verschwinden des Mannes gesehen hatte. Mir fehlte nur der Mut, alleine aus der Wohnung zu gehen. Ich rief Astrid an, eine Saxophonistin aus Schweden, die ich vor 2 Jahren in einem Sprachkurs kennengelernt hatte. Ich weiß nicht mehr, warum ausgerechnet sie. Vielleicht, weil sie nicht nur groß und kräftig, sondern auch handlungsfähig war. Astrid kam sofort. Wir saßen eine Weile bei mir und tranken zusammen Tee. Ich wollte ihr genau erzählen, was ich einen Tag zuvor gesehen hatte. Astrid wurde aber ungeduldig, weil ich kein treffendes Wort für das, was ich gesehen hatte, fand. Ich nannte es Qualle, Beutel oder Mörder, je nachdem, wie es mir passte. Was war es? Ein Mensch oder ein Tier? Ich weiß es nicht. Es sah auf alle Fälle aus wie eine Plastiktüte. Wie was? Wie eine Plastiktüte. Zuerst eine riesige, durchsichtige Plastiktüte und dann, nach dem Mord, wie ein normaler, grüner Müllbeutel. Wieso sagst du Mord? Glaubst du, dass der Vietnamese tot ist? Ich weiß nicht. In den Nachrichten haben sie nichts über einen Mord gesagt. Ich meine, vielleicht hat es keiner bemerkt, dass er tot ist. Wie soll man das merken, wenn er zum Beispiel 3 Tage zuvor ganz allein und heimlich aus Dresden kam und wenn er weder einen Arbeitsplatz noch eine Wohnung hat und keine Sozialhilfe bekommt, wie soll jemand merken, dass er fehlt? Lass uns hingehen. Ich möchte den Platz mit eigenen Augen sehen.
Als wir zu Elbe gingen, wusste ich plötzlich, warum ich gerade mit Astrid hierher gehen wollte und nicht zum Beispiel mit meiner besten Freundin Ming, eine Studentin aus China. Ich wollte auf keinen Fall mit Ming an diesem Platz sein, weil ich Angst hatte, dass sie genauso verschwinden könnte wie der Vietnamese. Ming sah sehr südlich aus und wurde oft für eine Südostasiatin gehalten. Ich hätte natürlich auch mit Natascha dorthin gehen können. Wenn ich Probleme hatte, rief ich gewöhnlich Natascha an, eine Russin, die viel älter und erfahrener war als ich. Sie war aber nur nachts erreichbar, weil sie jeden Tag 12 Stunden in ihrem Secondhand-Laden in Altona arbeitete. Ich hatte keine deutschen Freunde in Hamburg, sondern nur ausländische, die ich in meinem Sprachkurs kennengelernt hatte. Die Sprachschule war für mich der einzige Ort gewesen, wo ich Menschen kennenlernen konnte. Der Müllbeutel war nicht mehr da. Astrid hockte sich hin und untersuchte den Boden. Wie ein richtiger Detektiv, wie man sich einen Detektiv vorstellt. Ich konnte ihr nicht helfen, weil ich Rückenschmerzen bekommen hatte und mich weder hinbeugen noch hinhocken konnte. Hast du etwas gefunden? Fragte ich Astrid. Ich habe nichts gefunden, aber mir fällt etwas ein. Das muss ich dir unbedingt erzählen, antwortete Astrid. Astrid erzählte mir, dass sie im Sommer in Athen gewesen war und dort in der Zeitung einen Artikel über den Angriff der Außerirdischen auf unsere Erde gelesen hatte. Dass man schon oft außerirdische Wesen verhaftet und getötet habe, gehöre heutzutage zu den militärischen Geheimnissen, die keine Geheimnisse mehr seien. Denn heute wisse jeder, dass unsere Feinde nicht nur etwa im Osten, sondern auch oben zu finden seien. Ich konnte nicht verstehen, warum die Militärs sie getötet hatten und vor allem, warum sie daraus Geheimnisse machen mussten. Als ich das sagte, antwortete Astrid in einem selbstverständlichen Ton, damit die Leute nicht in Panik geraten. Ich habe mehr Angst vor dem Militär, das auf unserer Erde arbeitet, als vor außerirdischen Wesen, sagte ich. Astrid lachte. Ich lachte mit und dachte dabei, dass es doch typisch irdisch ist, den Mörder irgendwo da oben suchen zu wollen. Am nächsten Tag machte ich mir noch immer Gedanken über den Mord. Aber ich kam keinen Schritt weiter. Es war möglich, dass ich den Mörder auf einer falschen Ebene suchte und deshalb keinen fand. Und ich wurde ständig auf falsche Ebenen hingewiesen. Zum Beispiel sagte eine Stimme in mir, dass der Mörder von außen komme. Der Mörder müsse außerirdisch, außereuropäisch oder ausländisch sein. Daran wollte ich nicht glauben.
Ich hielt es für genauso falsch, dass der Mörder von innen kam. Die Frauenzeitschrift, die auf meinem Küchentisch lag, sagte, dass einer Frau nichts Schlimmes im Leben passieren würde, wenn sie gelernt hätte, immer positiv zu denken. Der Mord kann aber nicht bloß deshalb passiert sein, weil ich immer negativ denke. Ich versuchte weiter an meinem Kriminalroman zu schreiben. Ich hatte noch 5 Tage bis zum Abgabetermin. Da klingelte das Telefon. Es war Frank, ein Franzose. »Ich dachte, du bist nicht mehr in Hamburg. Ich dachte, du bist wieder in Paris«, sagte ich überrascht. »Ja, nein, es ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall bin ich jetzt in meinem alten Labor. Hast du jetzt für mich Zeit? Darf ich zu dir kommen?« fragte er in einem so freundlichen Ton, dass ich seinen Vorschlag nicht ablehnen konnte. »Ja, gerne, dann können wir zusammen Kaffee trinken.« Das Problem war nur, dass ich keine Milch mehr im Kühlschrank hatte. Ich lief hinunter zum Supermarkt. Nein! Keine Plastiktüten! Ich hasse sie! Sie müssen nicht gleich hysterisch werden. Die Tüten sind nicht für Sie. Wissen Sie nicht, dass Sie nur eine Tüte bekommen, wenn Sie auch bezahlen? Ich sage meinem Sohn immer, dass eine Baumwolltasche heutzutage viel mehr technischen Aufwand braucht als eine einfache Plastiktüte. Dadurch belasten die sogenannten umweltfreundlichen Produkte die Natur viel stärker als die einfachen Produkte. Aber die Natur interessiert mich überhaupt nicht in diesem Fall. Haben Sie denn noch nie gesehen, wie eine Plastiktüte einen Mensch tötet? Weißt du, ob aus jedem Toten eine Leiche entsteht? Du hast dir einen Mord ausgedacht, ohne zu wissen, wer der Mörder ist? Wie kannst du so etwas machen? Du bist doch eine Autorin. Du musst doch wissen, dass man einen Kriminalroman rückwärts schreibt. Das weiß sogar ich als Biologe. Es ist aber schon zu spät. Der Vietnamese ist schon ermordet worden. Und ich muss den Mörder finden. Sonst merkt kein Mensch, dass jemand ermordet wurde. Ich hatte das Gefühl, dass Frank die Bedeutung der Angelegenheit nicht verstand. Wieso merkt sonst keiner, dass er ermordet wurde? Fragte Frank. Weil er verschwunden ist. Das ist aber nicht dasselbe wie ein Mord. Warum denkst du, dass es sich um Mord handelt? Ich habe schon 3 sehr gute Mordgeschichten gelesen und daher weiß ich, wie es ist, wenn eine Person ermordet wird. Im ersten Roman ging es um eine Frau, die eines Tages in einer Wand verschwand. Es war Mord, lautete der letzte Satz. Diesen Satz konnte ich nie mehr vergessen. Im zweiten Roman kam eine Frau vor, die gleich mehrmals getötet wurde. Diese Frau kehrte täglich ins Leben zurück, trotz der Warnung des Mörders. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Tod ist tot. Das war eine sehr kurze, aber eindrucksvolle Mordgeschichte. Der dritte Roman handelte von 2 Giftmörderinnen, die Else und Erika hießen. Thank you.
Frank nahm den Beutel mit nach Hause und untersuchte ihn in seinem Labor. Als Biologe machte er sich grundsätzlich viele Gedanken. Aber hier fand er keine Erklärung. Frank wurde wütend auf den Beutel und fesselte ihn eines Tages an ein Gitter. Neben das Gitter stellte er ein Schild, auf dem stand: Dieser Beutel ist die Schande unserer Welt. Viele Fußgänger haben diesen lächerlichen Müllbeutel dann tatsächlich getreten. Einmal sah ich sogar, dass ein junger Mann mit einem lieblichen Gesicht den Beutel mehrmals trat und ihn anschließend bespuckte. Danach ähnelte sein Gesicht dem eines Mörders. Einige Tage danach hörte ich, dass ein Vietnamese auf der Straße überfallen worden war. Seitdem höre ich oft von Vietnamesen, die ermordet werden. Was ich am Hafen gesehen hatte, war nur der Anfang einer Kette von Morden gewesen.